Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel FK Austria-Wien gegen LASK 1:3. Ich darf immer bitten, erst die beiden Trainer ein kurzes Statement abgeben zu lassen und dann eure Fragen bitte. Wollen wir immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Oli Glasner. Bitte, Oli. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden und freuen mich auch riesig über den Auftritt von meiner Mannschaft. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute das, was wir uns vorgenommen haben, ja, nahezu perfekt umgesetzt und denke auch, dass wir der verdiente Sieger sein und das heißt was, dass du, wenn du hier auswärts bei der Austria spielst und als verdienter Sieger vom Platz gehst, ja, war heute wirklich ein rundum toller Auftritt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir endlich einmal auswärts bei einem der Big Four von Österreich gewinnen. Das ist uns bisher noch nicht gelungen. Wir haben zwar zweimal unentschieden bei Red Bull gespielt, aber sonst haben wir hier 2-0 verloren, haben bei Rapid verloren und in Sturm Graz verloren, obwohl wir immer schon knapp dran waren. Und heute ist uns das geglückt und ich denke auch in einer sehr eindrucksvollen Manier. Und jetzt sind wir sehr, sehr happy, dass uns so eine Leistung geglückt ist. Danke. Dankeschön. Thorsten Fink, bitte. Ja, kann ich natürlich nur zustimmen. Wir waren heute eine schlechtere Mannschaft. Ich habe es ja vorher in der Woche schon angesprochen, dass diese Mannschaft eine sehr gute ist, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass wir die gleiche Spannung haben müssen wie gegen Rapid. Meine Meinung ist, dass wir das heute nicht hatten. Wir haben jeden ersten Zweikampf verloren, jeden zweiten Ball nicht bekommen. Wir haben kein gutes Passspiel gehabt, wirkten schläfrig und von daher geht der Sieg auch in Ordnung. Wir sind natürlich mit einer tollen Aktion in Führung gegangen, haben auch die Chance dann gehabt zum 2:0 durch Mondschein. Da waren ein paar gute Konter da. Ich wusste, dass wir diese bekommen werden. Deswegen hat auch Mondschein den Vorzug bekommen vor Friesenbichler. Wenn man dann diese Chance nicht nutzt, aus irgendwelchen Gründen heute, dann kann man das Spiel auch nicht gewinnen. Habe auch darauf hingewiesen, dass diese Mannschaft bei Standards sehr gut ist. Und wie gesagt, anscheinend hat das heute keiner so richtig kapiert. Und jetzt müssen wir schauen, dass diese Mannschaft jetzt daraus lernt und fürs nächste Spiel da anders reingeht. Da erwarte ich natürlich eine Reaktion über Taktik hin oder her. Ich glaube, wenn ich so viele Zweikämpfe verliere und kein gutes Pressingverhalten an den Tag lege und der Gegner ein gutes Pressingverhalten und Konzentration an den Tag legt, dann kann man die Spiele einfach auch nicht gewinnen, wenn eine Mannschaft auch auf diesem guten Niveau spielt wie LASK heute. Dankeschön, meine Herren. Fragen bitte an die beiden. Philipp kommt mit dem Mikro wieder, wie gewohnt. Letzte Reihe. Bitte. Frage an Herrn Glasner. Herr Glasner, es ist aufgefallen, dass Ihre Mannschaft wirklich ein sehr gutes Pressing auch an den Tag gelegt hat heute. War das der Schlüssel zum Sieg? Ja, ich denke, vor allem die Art und Weise. Natürlich haben wir uns das so zurechtgelegt, weil wir wissen, dass Austria über den Ballbesitz kommt, das auch sehr, sehr gut macht. Und wir haben uns da was zurechtgelegt, aber das Entscheidende ist immer, wie die Spieler das umsetzen. Und das erfordert natürlich auch einen Mut, wenn du teilweise dann den gegnerischen Tormann in seinem Fünfer attackierst und du weißt aber, vorne lauern Venuto, Pires und Mondschein, drei Raketen. Und wir haben aber den Mut aufgebracht, auch noch 0-1 weiterhin aufgebracht, haben das sehr, sehr konsequent gemacht. Erfordert auch natürlich von unseren Offensivspielern, deswegen werden auch die dann meistens ausgewechselt, weil irgendwann hängt die Zunge aus und sie können nicht mehr. Und ja, es ist, man nimmt sich oft was vor, aber das Entscheidende ist, wie die Spieler das umsetzen, welchen Glauben sie dran gehabt haben. Und den haben wir heute von der ersten bis zur letzten Minute gehabt und deswegen hat das auch so gut funktioniert. Herr Fink, man ist ja. Also man weiß ja, dass der LASK mit dem Pressing recht gut ist. Wie war da der Plan, vor allem im Aufbau, wie man da dagegen ankommt, gegen die drei Stürmer davon beim LASK? Sie wollen jetzt meinen taktischen Plan wissen? Naja, wir wollten auch hochpressen. Ich kann Ihnen ein paar Einzelheiten oder ein paar große, grobe Dinge sagen, aber natürlich werde ich Ihnen meinen taktischen Plan hier nicht sagen. Ich wusste, dass Sie im 3-4-3 spielen werden, oder das habe ich angenommen. Natürlich hat jedes System irgendwie seine Vor- und Nachteile, dass Sie auch hochpressen werden. Wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, warum wir das Spiel verloren haben, weil Sie all das besser gemacht haben als wir. Das Pressing besser, die Zweikämpfe besser oder mehr gewonnen und besser angenommen und das Passspiel war besser. Und
Alles andere werde ich mit Ihnen die taktischen Dinge nicht besprechen. Ich habe ja vor der Pressekonferenz schon gesagt, was die Taktik ist, dass wir natürlich Ballbesitzfußball spielen wollen, aber dass wir auch den Gegner nicht einladen wollen zu kontern und dass wir auch ein gutes Pressing spielen wollen. Und das habe ich aber alles nicht gesehen. Peter. Dieses Schläfrigwirken, hat man da unmittelbar nach dem Spiel schon eine Erklärung dafür? Da sagt man, muss ich mit den Spielern auch reden, was denn ihnen vorgegangen ist? Oder kann man das jetzt schon analysieren? Nee, ja, ich weiß nicht, wenn man schlecht ins Spiel geht, ist es schwierig, immer wieder reinzukommen. Das ist im Fußball eine alte Regel. Also während des Spiels haben was zu ändern, von der Einstellung her, ist dann immer schwierig. Nochmals, ich weiß es nicht, muss man dann morgen mal drüber reden, aber letztendlich glaube ich, hat das Team nicht verstanden, worum es geht und heute und natürlich vielleicht nehme ich mich da nie aus, also kann ja auch sein, dass ich sie nicht da richtig hingebracht habe, deswegen, also wir verlieren zusammen, gewinnen zusammen, ist nicht so, dass ich meine Mannschaft dann nur diesen Teil zuschiebe, sondern mir auch und jetzt muss ich schauen, dass wir zusammen da wieder direkt reagieren nächste Woche. Gut, gibt es noch Fragen an die beiden? Ich sehe kein Handzeichen mehr, dann Dankeschön und einen schönen Abend noch heute. Thomas, Entschuldigung, Thomas, bitte. Jetzt ist mir doch recht hoffnungsvoll in das Frühjahr gestartet. Ist das für ein Spiel wie heute, muss man das jetzt einfach abhaken oder ist das... Nein, das ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Jetzt dauert es natürlich, oder könnte es dauern, bis wir wieder rankommen an diese Plätze. Aber es sind noch einige Spiele zu spielen, es sind noch 14 Spiele zu spielen. Wir müssen schauen, dass wir das besser machen. Natürlich kommt der ein oder andere jetzt auch bald zurück, dass wir da noch mehr spielerische Qualität haben in unserem Spiel. Es ist ja klar, dass ein Michael Madl immer fehlt, dass ein Grünwald fehlt, ein Heiko Westermann fehlt und da haben wir schon gutes spielerisches Potenzial, was da noch dazu kommt. Wie gesagt, aber wir müssen jetzt schnell wieder uns aufs nächste Spiel konzentrieren und Mattersburg schlagen. Aber Frage an Oliver Glasner. Sind jetzt 6 Punkte auf die Austria? Ist das ein Polster, den man jetzt gern mitnimmt oder ist das wenig? Ich habe gesagt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns nicht, ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt, natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, werden auch so auftreten und nehmen jeden Punkt mit und am Ende, am 27. Mai, schauen wir, was dabei rauskommt. Aber unser primäres Ziel heute war, endlich einmal auswärts bei den Big Four zu gewinnen. Austria zählt zu den 4 Top-Vereinen in Österreich. Da wollen wir mit dem LASK in den nächsten Jahren, nicht heuer, sondern in den nächsten Jahren, einmal hinkommen. Und heute war es einfach so, dass wir das alles, was wir uns vorgenommen haben, super umgesetzt haben. Wichtig wird auch jetzt sein, dass wir da bescheiden bleiben und sehr, sehr demütig, weil nächste Woche gegen Altach wird es genau wieder so eine Top-Leistung brauchen, um zu gewinnen. Aber jetzt freuen wir uns einmal 2 Tage und dann werden wir uns ab Dienstag wieder sehr, sehr gewissenhaft auf das nächste Spiel vorbereiten. Okay, gut, dann Dankeschön nochmal, schönen Abend und schönen Sonntag.